Hey Leute, hier ist Jochen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hi, heute melde ich mich mal wieder aus dem Urlaub. Und zwar mal wieder von der holländischen Nordseeküste. Das hat ja schon fast Tradition. Nämlich aus Frauenpolder. Wir verbringen hier zwei wunderschöne Wochen in diesem wunderschönen Hof. Deswegen jetzt hier heute einfach ins iPhone reingequatscht. Die Street News Nummer 9 vom Juli 2024. So, was haben wir denn für euch? Was ist denn passiert seit dem letzten Mal? Wir hatten zum Beispiel ein wundervolles Meet and Street in Hamburg. Ich selber habe es noch nicht geschafft, mein Video fertig zu kriegen. Das kommt aber noch. Ich habe keine Interviews gemacht. Es wird wahrscheinlich ein Eindrücke-Video sein, demnächst hier auf dem Kanal. Ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu schneiden. Und im Urlaub habe ich jetzt auch gar nicht die technischen Möglichkeiten dazu. Deswegen empfehle ich euch hier aber die Recaps beispielsweise vom lieben Gustav, der damals auch auf unserer Vernissage gefilmt hat. Foto Gustav sozusagen. Links stecke ich euch unten in die Beschreibung. Und auch Thomas B. Jones, der meines Wissens dieses Jahr das erste Mal bei Meet in Street war, hat ein wunderbares Video gemacht. Da habe ich sogar auch einen klitzekleinen Auftritt am Ende. Da schaut doch auch sehr gerne rein. Es gibt einen wunderbaren Newsletter, den ich euch gerne ans Herz legen möchte. Der Newsletter ist von Andrea Diemer. Andrea ist Mitglied im Frankfurter Kollektiv Collateral Eyes und bringt tatsächlich monatlich oder seltener, so schreibt sie es, glaube ich, den Streetletter raus. Ich zitiere mal gerade kurz aus der Beschreibung. Deutschsprachiger Newsletter über Street Photography kommt so ungefähr einmal im Monat und enthält einen redaktionellen Teil mit Text oder Interviews, daneben Links und Termine. Ihr könnt ihn abonnieren. Genau, die Andrea war auch in einem Podcast beim Wolfgang Merten, habe ich gesehen. Ich habe ihn noch nicht gehört. Der sei euch auch ans Herz gelegt, der Unpost-Podcast. Ich habe hier schon häufiger auf ihn hingewiesen. Und aus dem Streetletter habe ich auch den nun folgenden Tipp. Eine Dokumentation, die ich selber schon gesehen habe, befindet sich jetzt in der Arte-Mediathek. Und zwar die Dokumentation Everybody Street. Da geht es überwiegend um amerikanische, eigentlich nur um amerikanische oder in Amerika tätige Street-Fotografen. Es ist eine Doku mit echten Größen. Elliot Erwitt ist dabei. Erwitt spricht er sich, glaube ich, aus. Joel Meyerowitz hat einen sehr großen Sprechanteil. Martha Cooper, auch der allseits gehasst oder geliebte Bruce Gilden, hat da einen Teil drin. Also, schaut mal in die Arte-Mediathek. Everybody Street heißt das Ding. Ich habe das als sehr sehenswert in Erinnerung und ist auf jeden Fall eine Doku, die sich lohnt zu schauen. Ja, dann noch zwei kurze Ausstellungstipps. Zum einen gibt es etwas in Schweinfurt und zwar Nina Welsh Kling New York Stories. Also läuft schon seit dem 28.05., läuft noch bis zum 25.08., also da ist ranhalten angesagt. Link findet ihr natürlich auch wie immer unten in der Beschreibung. Und ich möchte nochmal euch ans Herz legen, weil ich da bei Meet and Street tatsächlich es geschafft habe, mit Nina und Tammo vom Hannover Kollektiv da reinzuschauen, ist die Ausstellung von Henri Cartier-Bresson. Watch, watch, watch. Die läuft noch bis zum 22.09. Und zwar in Hamburg im Bucerius Kunstforum, so heißt es, genau. Also ich war da, mit den beiden Fotografen haben wir geguckt. Wir fanden es mega beeindruckend. Es ist natürlich viel gemischt, es ist Reportage, es ist auch Porträtfotografie von ihm dabei. Aber es gibt auch eine ganze Ecke, wo er sozusagen auch seinen Platz als einer der Urväter der Streetfotografie bekommt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr mal nach Hamburg kommt, geht da auf jeden Fall rein. Ja, ansonsten ist so ein bisschen Sommerloch-Stimmung. Ich bin ehrlich gesagt nicht böse drum. Trotzdem sage ich euch schon mal, dass ich habe sie ja neulich mal hier in den Street News auch erwähnt, dass ich mich hoffentlich, wenn alles gut geht, demnächst mal mit der Panasonic Lumix S9 beschäftige. Eine Kamera, die für Streetfotografen, glaube ich, ganz interessant sein könnte. Die wird gerade
wegen vieler fehlender Features so ein bisschen zerrissen in Tests, habe ich gesehen. Beispielsweise fehlender Sucher, fehlender mechanischer Verschluss. Trotzdem hat die ein paar spannende Eigenschaften, wo ich mega interessiert dran bin, mal zu gucken, wie die so im Vergleich zu der guten alten X100er-Reihe abschneidet. Ist eine andere Kamera. Diese hier ist eher so Analog-Style. Ich glaube, die S9 ist eher so Creator-Style, Content-Creator-Style. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe jedenfalls, dass ich bald eine in die Hände kriege und dann werde ich mir die ausführlich anschauen und mal vergleichen. Denn vom Formfaktor ist die, glaube ich, sogar noch einen kleinen Tacken kleiner, was ich für eine Vollformat-Kamera natürlich sensationell finde, als die X106. Aber halt eben fehlender Sucher, aber die spannende Option mit den LUTs. Da bin ich auf jeden Fall sehr interessiert dran, wie das funktioniert im Vergleich mit den Fujifilm-Simulationen. Jo, das war's, ne? Ich sag mal so, wir sehen uns auf jeden Fall auf diesem Kanal wieder. Ihr merkt, ich mache gerade nicht so wahnsinnig viele Videos. Vielleicht schaffe ich es hier im Urlaub noch eins zu machen. Ich habe nämlich noch ein spannendes Thema. Das ist auch so ein bisschen anknüpfend an meinen geringen Output auf dem Kanal. Das Thema ist nämlich, scheiße, ich habe keinen Bock. Wie sieht's aus mit der Motivation in der Streetfotografie? Damit werde ich mich hoffentlich bald zurückmelden. Mein Gott, ist das hell hier. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich werde auf jeden Fall hier eine haben die nächsten 2 Wochen. Euch aber auch eine gute Zeit. Bleibt gesund und ciao. Heute kein Reggae zum Abschluss. Wird einfach so ausgeblendet.